Gemeldet ist die Abgeordnete Künzberg-Sarré. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus. Es ist eine Frage der Haltung, welchen Stellenwert ein Land der Bildung zuschreibt. Und die Schulen zu schließen, ist die einfachste Lösung, die es geht, weil damit nicht nur ein wichtiger Lebensbereich für Kinder und Jugendliche geschlossen wird, sondern auch für deren Eltern, weil die jetzt zum großen Teil zu Hause sind im Homeoffice. Einfache Lösungen, das wissen wir auch, sind oft nicht die besten, das sieht man jetzt auch. Und weil Sie immer wieder sagen, es ist nicht anders gegangen, wenn Sie die Zahlen, die Infektionszahlen in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen und Altersheimen im Griff hätten und das gut gemacht hätten, dann hätten Sie nicht die Schulen zusperren müssen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Dieses ewige, wenn wir die für offene Schulen sind, was Sie vorher gesagt haben, tragen die Verantwortung für die Toten. Das ist sowas, es ist unfassbar, weil es will niemand Tote. Aber Sie sehen am Beispiel Irland, die waren Mitte Oktober von den Zahlen hier vergleichbar mit Österreich. Was haben die gemacht? Die haben das öffentliche Leben fast quasi zugedreht, aber da gab es einen Grundkonsens, dass die Schulen offen bleiben. Einen Grundkonsens. Mit Schutzmaßnahmen selbstverständlich für Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen und Schüler in den älteren Schulstufen. Mit kleineren Gruppen, größere Räume, mehr Busse in den Stoßzeiten. Das ist Haltung, sehr geehrter Herr Daschner. Und weil man es nicht oft genug sagen kann, Schulen, und Sie glauben das offensichtlich nicht, dass Schulen wichtig sind für Kinder und Jugendliche, auch für die älteren Schülerinnen und Schüler. Zum Lernen, zum Freundetreffen und auch für viele ein Ort der Sicherheit. Das müssen Sie doch alles mitdenken, wenn Sie Ihre Entscheidungen oder wenn einer die Entscheidung fällt, dass die Schule zugeht. Und Wortmeldungen wie, das ist Kindern zuzumuten oder Kinder sind stärker als wir glauben, zeigen, dass ganz, ganz viele offensichtlich überhaupt keinen Bezug zur Realität haben. Und warum hat sich der Herr Minister Fassmann bis zur letzten Minute dafür eingesetzt, dass Schulen offen bleiben, im Gegensatz zu den Grünen zum Beispiel? Weil er weiß, dass die Bildungsschere noch weiter auseinandergeht. Weil er weiß, dass Schulschließungen psychische und physische Folgewirkungen haben werden. Und weil er weiß, dass es auch für das spätere Erwerbsleben schwieriger wird und sie Einkommenseinbußen haben werden. Das alles kann man nicht vom Tisch wischen und Minister Fassmann hat das erkannt und sich eingesetzt. Aber da ist er offensichtlich ziemlich allein gewesen auch. Aber ja, Schulen sollen offen sein, Unterricht soll stattfinden, natürlich mit FFP2-Masken für Lehrerinnen und Lehrer, das ist ja wohl ganz logisch. Wo sind die? Die sind nach wie vor nicht da. Nach wie vor gibt es Schreiben, E-Mails von Direktoren, die sich das privat kaufen für ihre Lehrerinnen und Lehrer. Wenn Sie eine gute Teststrategie aufgesetzt hätten in den letzten 6 Monaten mit schnellen Ergebnissen und ein gutes Contact Tracing, das auch wirklich den Namen verdient, dann hätten wir jetzt diese Situation in den Schulen nicht. Wenn Sie es geschafft hätten, einen gestaffelten Unterrichtsbeginn zu machen, und hier sind ja auch viele Bürgermeister, wenn Sie es geschafft hätten, mehr Busse einzusetzen in den Stoßzeiten,
Und wenn Sie es geschafft hätten, mehr größere Räume, Hotels, Festsäle, Gemeindesäle etc. anzubieten, dann hätten wir diese Situation auch nicht. Und ich verstehe es nicht, weil es offensichtlich andere Länder schaffen, nur wir hier in Österreich nicht. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Unterrichtsausschusses zur Berichterstattung über den Antrag 1060 der Abgeordneten Brückel, Kolleginnen und Kollegen, eine Frist bis zum 21. November 2020 zu setzen. Wer für diesen Fristsetzungsantrag ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit, daher abgelehnt. Die nächste Sitzung des Nationalrats darf ich für Freitag, das heißt morgen um 20. November um 9 Uhr einberufen.